Meine Damen, meine Herren, ich begrüße Sie zur Presseunterrichtung im Nachgang zu unserer großen Verhandlungsrunde. Ich darf Ihnen gleichzeitig mitteilen, dass wir damit ja in dieser Woche die Arbeit in dieser großen Runde abgeschlossen haben. Wir werden nun, nachdem auch in einzelnen Arbeitsgruppen noch Arbeiten laufen, am Montag die kleine Runde tagt, also keine große Runde mit anschließender Presseunterrichtung stattfinden wird, dann erneut in der großen Runde am Dienstagabend zusammenkommen. Solide Finanzpolitik, das ist ein Markenzeichen der Union und ist eine Grundlage für den Erfolg unseres Landes in den letzten Jahren, war solide Finanzpolitik wesentlich für nachhaltiges Wirtschaftswachstum und damit für die Beschäftigung ist. Es ist uns wichtig und muss zentrales Anliegen auch der nächsten 4 Jahre sein, dass diese solide Finanzpolitik weiterhin unser Handeln bestimmt. Das ist wichtiger als viele Einzelmaßnahmen im Bereich Wirtschaft, im Bereich Arbeitsmarkt, dass diese Grundausrichtung erhalten bleibt. Und ich kann heute mit Zufriedenheit feststellen, dass wir eine ganz wichtige, auch weit über unser Land wichtige Leitplanke hier fest vereinbart haben. Das ist ein klares, striktes Bekenntnis zur Schuldenbremse. Das ist die klare Ansage, es bleibt für den Bundeshaushalt 2014 bei der strukturellen und ab 2015 beginnend bei Neuverschuldung null. Damit erreichen wir ein auch unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit zwischen den Generationen zentrales Ziel, nämlich am Ende der Legislaturperiode bereits den Schuldenstand von heute über 80% des Bruttoinlandsprodukts auf dann 70% und Ziel bleibt dann am Ende eines Jahrzehnts auf 60% gesenkt zu haben. Das ist eine gute Nachricht für die Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen in Deutschland, aber eben auch unserer Rolle in Europa gemäß ein klares Zeichen. Solide Finanzen bleiben Markenzeichen bundesdeutscher Politik. Für uns ist es klar, die zweite Leitplanke heißt keine Steuererhöhung. Und diese Leitplanke beabsichtigen wir festzuzurren in den nächsten Tagen, die noch vor uns liegen. Denn beide sind unverzichtbar für eine gute Zukunft unseres Landes. Wir haben uns beschäftigt mit den Fragen der Gesundheitspolitik und der Pflege. Es ist gut, dass hier uns wichtige Verständigungen gelungen sind, die mit der guten ärztlichen und Krankenhausversorgung im ländlichen Raum, in allen Räumen unseres Landes zu tun haben, die Anreize schaffen für Niederlassungen in unversorgten Gebieten, wie auch Hilfen für die Umstrukturierung im Krankenhausbereich vorsehen und Hochleistungsmedizin, etwa unserer Universitätskliniken, bei der Krankenhausfinanzierung stärker berücksichtigen. In der Pflege nehmen wir einen moderaten Anstieg schrittweise der Pflegeversicherungsbeiträge in Aussicht, weil wir der Überzeugung sind, dass in besonderer Weise in der Betreuung von Pflegebedürftigen und damit auch in der Hilfe für Angehörige mehr getan werden muss. Noch offen, die Diskussion geht weiter, ist ein Anliegen, das die Union unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit sehr nachdrücklich einbringt, nämlich die Idee einer Demografiereserve, die Vorkehrungen trifft für den Zeitraum, wenn die geburtenstarken Jahrgänge zunehmend selber pflegebedürftig werden. Schließlich freue ich mich, dass wir im Bereich Migration, Integration, Flüchtlingsschutz vieles gemeinsam verabredet haben. Ja, die Arbeitsgruppe ohne strittige Fragen in der großen Gruppe berichten konnte. Das ist bei einem Thema von hoher Sensibilität in unserer Bevölkerung, auch von fragwürdiger Missbrauchbarkeit, der groben Vereinfacher, eine gute Nachricht an sich, dass wir uns hier im Hinblick auf Akzeptanz und Willkommenskultur, auf die Bedeutung von Integration und weiter verbessernden Bildungschancen verständigt haben, dass wir auch im Interesse der Asylbewerber die Verfahren verkürzen wollen und auch für Flüchtlinge weitere Verbesserungen, etwa im Hinblick auf Familiennachzug und Bewegungsfreiheit, verabredet haben. Insofern ist es, glaube ich, gut, dass wir hier ein Paket, das unserer humanitären Verpflichtung, aber auch der Lage auf dem Arbeitsmarkt und dem Wunsch, auch international ein attraktiver Arbeitsmarkt zu sein, in guter Weise Rechnung trägt. Ja, ich möchte auch von meiner Seite sagen, dass jetzt erstmal alle Themen, Fachgruppen jetzt vortragen konnten in der großen Runde und wir auch heute wieder
Ergebnisse erzielt haben. Für uns war in dem Finanzbereich neben einer soliden Haushaltspolitik, die wir selbstverständlich auch anstreben, vor allem eine spürbare Stärkung des finanziellen Handlungsspielraums der Kommunen von zentraler Bedeutung. Das wollen wir über ein Bundesleistungsgesetz für Menschen mit Behinderungen sicherstellen. Das hat also hier auch eine Konkretisierung erfahren und deswegen, glaube ich, ist das ein gutes Signal. Darüber hinaus haben wir klare Regeln zur Finanzmarktregulierung hier verabredet. Dazu zählt nicht zuletzt, dass wir eben auch hier Transparenz schaffen wollen und nicht zuletzt auch in der Richtung Trennung von Investment- und Geschäftsbanken, das war ein wichtiger Punkt für uns, Fortschritte erzielt haben. Außerdem Steuerhinterziehung und schädlicher Steuerwettbewerb soll entschieden bekämpft werden. Dieses ist für uns ein Thema, was uns seit vielen Jahren begleitet und deswegen auch da wirklich die Freude darüber, dass wir hier auch Konsens abbilden konnten, zum Beispiel auch, wenn es darum geht, ein Unternehmensregister zu schaffen oder auch zum Beispiel die Steuerfahndung auch personell zu stärken, was ja ein ganz zentraler Punkt ist. Im Bereich der Gesundheitspolitik möchte ich sagen, dass ich eine wichtige Botschaft sehe im Bereich des Personals, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen 100.000 neue Pflegekräfte möglich werden durch die Reform, die wir hier anstreben. Im Bereich der Pflege ist das ganz wichtig, weil es hier vor allem am Personal mangelt oft und nicht zuletzt ist es wichtig, dass wir auch in ländlichen Räumen die Versorgung, die ärztliche Versorgung neu aufstellen und für die Zukunft sichern. Dazu sind hier eine ganze Reihe von wegweisenden Ideen entwickelt worden und auch konsentiert. Das heißt, wir sind uns da einig, dass wir hier rangehen. Und was die Frage angeht, wie die Finanzierungsvorschläge, die ja noch auseinanderliegen, übereingebracht werden sollen, erging heute nochmal der Arbeitsauftrag an die beiden Verhandler, Karl Lauterbach und Jens Spahn, hier nochmal nach einem Kompromiss zu suchen. Das wäre wichtig, damit wir eben ein gutes Gesamtpaket auch hier haben. Das Thema Integration ist auch absehbar an einigen Stellen auf einem guten Weg. Für mich ist da insbesondere die Frage der geduldeten Menschen hier in Deutschland wichtig, dass wir da vernünftige Bleiberegeln schaffen. Offen und für die Gesamtbewertung aus Sicht der SPD, wie wir das Gesamtpaket Integrationspolitik bewerten, ist natürlich die Frage, wie weit wir kommen mit der Akzeptanz einer doppelten Staatsbürgerschaft hier in Deutschland. Und da insbesondere geht es uns um den Optionszwang, den wir abschaffen wollen. Hier muss es am Ende eine Klärung und Einigung geben. Auch da interpretiere ich ein ernstes Bemühen, dass wir zu einem guten Abschluss kommen. Also heute wieder gut Wegstrecke gemacht. Am Ziel sind wir gerade im Bereich der Integrationspolitik aus Sicht der SPD, aber noch nicht. Ja, wir sind... Das war heute erkennbar in dieser ganzen Diskussion in der Runde an einem entscheidenden Punkt angelangt. Wir haben jetzt alle Arbeitsgruppen einmal durchdiskutiert. Das heißt, mit allen inhaltlichen Fragen sind die Kanonen jetzt geladen. Und es kommt darauf an, wann wer die Lunte zieht. Und vor allem, auf wen die gerichtet sind. Auch auf wen sie gerichtet sind, ja. Bei den Finanzen zeigt sich das, dass alle Fragen, die uns beschäftigen, um dieses ganze Thema natürlich aufgearbeitet sind in dem Papier. An der Stelle, wo es ausgaberelevant wird, steht Prioritäten und dann ist die Lücke. Und diese Lücke muss jetzt in den nächsten Tagen gefüllt werden. Das ist die Hauptaufgabe, weil da ist das, was auf dieser sogenannten F-Liste steht, die Grundlage dafür, dass man dann diese Prioritätenliste in diese Lücke mit einfüllt. Das heißt, es wird die Arbeit der nächsten Stunden sein, die Maßnahmen zu identifizieren, die man gemeinsam in der nächsten Legislatur dann auch erledigen will. Die Spielräume dafür sind eng, sie sind aber auch noch nicht beziffert. Auch das wird die Aufgabe der nächsten Stunden sein, sie konkret zu beziffern. Ich sage ausdrücklich dazu, es geht darum, sich dann innerhalb dieses Rahmens über
Ausgabeelemente zu unterhalten, also finanzrelevante Ausgabeelemente zu unterhalten. Es geht nicht darum, sich um eine Verbesserung der Einnahmenseite zu unterhalten. Ich glaube, es ist klar, was damit gemeint ist. Es wird keine Steuererhöhungen an dieser Stelle geben können. Wir haben uns auch detailliert in dem Papier nochmal über die Frage der Erbschaftssteuer unterhalten. Die Erbschaftssteuer hat eine Ausprägung, dass sie beim Generationenwechsel, gerade beim Unternehmen, dafür sorgt, dass Arbeitsplätze erhalten werden. Dies wird auch so bleiben. Sie ist eine Ländersteuer. Auch dies muss und wird so bleiben. Wir haben aber als christlich-soziale Union auch deutlich darauf hingewiesen, dass wir uns eine Regionalisierung der Erbschaftssteuer vorstellen können und dass dies weiterhin auch Thema bleiben muss. Das heißt, dass die Länder zukünftig selber über die Erbschaftssteuer entscheiden und nicht mehr der Bund. Wir werden eine Kommission einrichten in dieser Legislatur, die mit Bund- und Ländervertretern gefüllt ist, in der eine Reihe von auch finanzrelevanter Themen natürlich besprochen werden, die sowohl Bund und Länder betrifft. Da stehen beispielsweise die Zukunft des Soli drauf, da steht der Länderfinanzausgleich mit auf der Tagesordnung. Sie haben vernommen, dass inzwischen Bayern alleine 53% des Länderfinanzausgleichs bezahlt. Da ist eine Schieflage, die sich zunehmend weiter verstärkt. Und deswegen haben wir auch heute darauf gedrungen, dass der Länderfinanzausgleich als Thema in dieser Kommission erhalten bleibt und in den nächsten 2 Jahren diskutiert werden muss. Eine Verstetigung dieses Ungleichgewichts, das Bayern, ein starkes, in der Tat starkes Bundesland, aber inzwischen deutlich mehr als die Hälfte des Länderfinanzausgleichs alleine schultern muss, ist dauerhaft so nicht aufrechtzuerhalten. Wir haben uns in der Gesundheit auch darauf verständigt, dass es bei der Pflege auf der Leistungsseite mehr Betreuung geben muss. Das trifft vor allem natürlich auch die Demenzkranken, die bisher nicht ausreichend in der Pflege berücksichtigt werden. Dies wird von uns geregelt und wir haben explizit festgehalten, dass uns bei der Krankenhausversorgung im ländlichen Bereich auch eine wohnortnahe Krankenhausversorgung weiterhin wichtig ist und die Strukturen so geschaffen werden müssen, dass dies auch unterstützt wird, auch finanziell unterstützt wird, dass wohnortnahe Krankenhausversorgung auch in den ländlichen Regionen möglich sein wird. Wir haben über die Fachkräftesituation gesprochen. Wir wollen die Maßnahmen, die zur Fachkräftegewinnung zurzeit vorhanden sind, überprüft werden auf ihre Sinnhaftigkeit. Wir haben explizit das Thema Sprachförderung nochmal erwähnt. Es ist das frühe Erlernen der Sprache ist die notwendige Voraussetzung für die Integration. Und deswegen wird auch da noch weitere Initiative von uns kommen in dieser Legislatur, das frühe Erlernen der Sprache zusätzlich zu fördern, nicht nur hier bei uns, sondern auch im europäischen Ausland wird es eine Initiative dazu geben, quasi in den Herkunftsländern für zukünftige Fachkräfte, die innerhalb Europas dann auch zur Arbeitssuche nach Deutschland kommen, in den Heimatländern schon eine Sprachförderung Deutsch aktiv angeboten wird. Wir haben im Bereich der Schutzsuchenden im Asylbereich auch darüber diskutiert, dass man ja steigende Zugangszahlen verzeichnet. Diese steigenden Zugangszahlen führen dazu, dass auch die Verfahren selber sich erkennbar verlängern. Das kann nicht im Interesse der Schutzsuchenden sein. Und deswegen haben wir uns darauf verständigt, dass zukünftig die Verfahrensdauer im Asylbereich 3 Monate nicht übersteigen soll. Das ist im Interesse der echten Schutzsuchenden und führt dazu, dass wir insgesamt wesentlich schneller mit
dem Asylverfahren und dann natürlich auch der Zahl der Personen innerhalb eines Verfahrens zu einem Ergebnis kommen.